Herzlich willkommen zu diesem Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, ich habe heute richtig Bock wieder zu zocken. Wir haben im letzten Part unsere Module verstärkt und ja, das heilige Master Schwert gesammelt. Jetzt müssen wir uns angucken, wo wir als nächstes hingehen. Wir haben ja schon einige Ortschaften gesehen, außer hier in der Gegend so um Schloss Hyrule herum, was vielleicht auch nicht so ganz praktisch ist. Gongolhügel. Waren wir nicht... Ach, Gongolhügel und Gongolberg sind zwei unterschiedliche Berge. Wisst ihr was? Wir porten uns einfach mal dahin. Keine Ahnung, was wir da finden, aber das sieht noch so leer aus. Also, da haben wir uns noch nicht wirklich umgesehen. Also, gehen wir dahin. Also gehen wir dahin. Geht dahin in Frieden. Ups. So. Schauen wir mal. Also, das ist also der Gongolhügel, wenn wir gerade ausschauen. Gut zu wissen. Ja, wir holen Abendstern. Dann ist es ein bisschen kürzer. Da liegt ja auch noch ein kleiner Fluss dabei. Ey, was soll der Scheiß? Blödes Idiotenvieh da. Tschüss. Oh. Heiliger Vater, was ist denn hier kaputt bei denen? So. okay, ich verstehe. So. Oh, Moment, das ist eine Truhe, das ist eine Truhe. Die könnte vielleicht wichtig sein. So. Kommen wir dran? Ja. Die holen wir uns mit. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie da ist, aber... Es ist halt auch einfach der Punkt an Breath of the Wild. Egal, wie oft du an einer bestimmten Stelle bist... Man kriegt immer mal wieder hier und da 50 Rubine. Das sieht mir aus wie ein altes Bockblinlager. Was aber geschlossen ist, sind da Gegner drin? Oh, Ausdauer. Ich glaube, das nächste, was wir machen, ist definitiv unsere Ausdauer nochmal erhöhen. Öffnen wir den Spaß mal. Ach cool, ein verlassenes Lager und da ist tatsächlich eine Schatztruhe drin. Moment, ist hier noch ein Schrein in der Nähe? Elektropfeile kann man immer brauchen, sind teuer. Auch wenn wir jetzt massig Rubine haben, sind trotzdem teuer. Das Wasser hier aus BOTW ist auch so geil. So. In der Nähe ist also ein Schrein. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber wie gesagt, wir waren ja auch noch gar nicht hier. Oh nein. Nein, 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 nein. Bam! In your face. Was die? Ach so, ich wollte gerade sagen, die hinterlassen kein Zeug. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte mich gerade beschweren. Oh, hier scheint ja noch ein Schrein zu sein. Und wir waren noch nicht hier. Interessant. Was ist hier drin? Bam. So, und wisst ihr, was wir noch können? Hä, was? Das geht nicht. So, tschüssi. Oh, wir haben noch nie einen Elektrostab besessen. Im Stein des Stabs soll die Wut der Gewitter des Hyrule-Gebirges eingeschlossen sein. Er verschießt Elektrokugeln, ist aber nicht für den Nahkampf geeignet. Da gebe ich ihm recht. Oh, Kacke. Oh, hier sind... Hier gibt es vielleicht ein paar Bernsteine oder so. Yo! Und ein Opal. Nice. Ist hier sonst nichts? Naja, immerhin. Weiter in Richtung Schrein. Der scheint wahrscheinlich ganz oben auf dem Berg irgendwo zu sein. Haben wir Blutmond?
Ja, haben wir. Oh. Alter, sieht so krass aus. Jedes Mal. Und ich feiere das auch jedes Mal wieder ab, weil es einfach so geil aussieht. Aber wir kennen die Sequenz jetzt wirklich schon zu Genüge und deswegen skippen wir die einfach. So. Noch mehr von diesen Elektroidioten. Die sind aber auch so gemein. Aber durch das Masterschwert lassen wir auch die Waffe nicht mehr fallen. Ach, da ist noch ein Schrein. Aha. Das ist ja mal gut. Okay. Gut, sowas kannst du auch nicht einfach mal so sehen. Das ist klar. Deswegen gucken wir uns ja um. Und witzigerweise ist... Das war jetzt nicht geplant oder so, aber es ist rein zufälligerweise immer irgendwo irgendwas zu finden. Und ich wette, hier sind bestimmt auch noch jede Menge Crocs in der Nähe, aber... Ja, wie willst du sowas finden? Okay, was haben wir hier für ein Rätsel? Ach, eine Kraftprobe. So, aber ich will euch eigentlich mal zeigen, was das Masterschwert noch drauf hat. Bei vollem Leben können wir das hier. Bam! Das ist geil. Es ist auf jeden Fall geil. Also das, wir brauchen wahrscheinlich eine leicht stärkere Waffe. Ich weiß nur noch nicht, welche wir benutzen sollen. Wo sind denn die ganzen Wächterschwerter? Sind die alle Schrott? Oder haben wir die verloren, als wir das Jodwerde-Rätsel geschafft haben? Gut, gut, dass wir das Masterschwert haben, ne? Dafür ist es ja da. Dann zeig mal, was du drauf hast. Naja, da sind ja wenigstens noch ein paar Wächterwaffen. Ist zwar nur eine Wächter plus Axt, aber nur ist hier vielleicht auch etwas, wir holen was Starkes natürlich raus. Was? Idiota! Du kriegst aufs Maul? Wirklich? Diese Elektropfeile sind super gut. Die setzen sich direkt außer Gefecht. Die Kraft des Masterschwerts geht zur Neige. Das ist nicht so besonders dolle. Okay, schade. Ja. Nein. Du brauchst gar nicht mit der Scheiße da anfangen. Ich greife dich sofort wieder an. Bam. Ah, der ist ja easy. Billig. Billig. Billiges Zeug. Hä, wieso lässt er sich davon... Egal, dann machen wir ihn so platt. Lächerlich. Ich becher mich weg. Und es gibt noch eine extra Schatztruhe. Also das macht die Prüfung hier cool. Wächterlanze plus. Ja gut, Wächterlanze plus. Wir haben schon eine Wächterlanze plus plus in der Hand. Also Doppel plus quasi. Nichts Schwieriges. So. Eine Eislanze. Auch nicht verkehrt. Und ein zusätzliches Zeichen der Bewährung abgeholt. Und das relativ schnell sogar und ziemlich einfach. Ja, aber wir sind jetzt durchaus auf einem Standard, wo wir sagen können, wir sind schon relativ stark. Ja, also das vor 20 Parts sah das Ganze noch anders aus. So, einmal geheilt. Und fertig ist das Ding. Na komm, lad schon. Lad schon. Die Ladezeiten hier sind... bisschen, ja... Könnte etwas besser sein. Aber wir haben natürlich jetzt auch hier nicht einen High-End-Gamer-PC oder eine PS5 vor uns stehen. Das wäre auch geil, wenn es so ein Spiel hier auf PS... Oh, kriegen wir es überhaupt hier hin hoch? Wir haben ja leider Gottes keine PS5 hier stehen. Wenn es das Spiel für BOTW für... Oh, so.
dafür gäbe. Das wäre natürlich episch. Gibt's aber nicht. Also müssen wir... Ein Kryomagus? Ein Elektromagus? Da ist wahrscheinlich dann ein Pyromagus drin. Trifft nix. Okay, dann alles. Tschüss mit euch. Weg. Schlecht. Oh, jede Menge Flederbeißerflügel. Sehr gut. Bringt uns viel Money. Für Kilton. Ja, weg mit dir. Weg mit euch, ihr Idioten. Ihr könnt alle nix. Ihr könnt alle nix. Und zusätzlich... Noch ein zwei Bernsteine sogar noch. Habe ich ihn eben nicht... Egal. Aber... So, hier an der Seite kommen wir wesentlich besser hoch. Ich sag ja, die Ausdauer ist so langsam etwas fragwürdig. Also nicht mehr ganz so pralle. Wieso sind denn hier nur Elektromagusse? Ich brauche einen Feuerstab. Den brauche ich sogar noch für eine Mission. Es muss doch hier irgendeine Möglichkeit dazu geben. Da dran zu kommen. Vielleicht auf der anderen Seite irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Oder hier ist noch irgendwo ein Krog. Also, können wir nicht erzählen, dass hier nirgendwo Krogs sind. Es gibt 900 Krogs auf der Karte. Von denen haben wir wie viele? Kann ich das nicht beurteilen. Naja, auf jeden Fall nicht mal ein Zehntel. Oder vielleicht gerade mal so. Ja, ich glaube, da lag ich gar nicht so falsch mit, ne? Achso, das ist nur normaler Stein. Hoch damit und Krog. Und ein Kroggi. Superli. Weg. 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 Da vorne ist noch was. Ist da ein Pyromagus drin? Ja, natürlich. Na, hallo. Du mit dem... Das könnte aber auch ein Meteorstab sein, das da. Der sieht stark aus. Der hat ja mal richtig aufs Maul bekommen. Nee, ein Feuerstab tatsächlich. Ja, moin. Tschüss. Wächterland ist zerbrochen. Wir lassen uns hochfliegen. Aber wobei, die Gelees hätte ich schon noch ganz gerne. Und wir gehen damit direkt nach Ateno. Weil, da ist ja noch das Kind, was von uns einen Feuerstab haben will. Weil wir hatten ja nur den Meteorstab, der eigentlich besser ist. Weil der Unterschied zwischen einem Feuerstab und einem Meteorstab ist eigentlich nur der, dass man bei einem Feuerstab eine Feuerkugel abschießt und bei einem Meteorstab drei Feuerkugeln abschießt. So. Wo ist der Junge? Die spielen doch bei Tag normalerweise hier rum. Und gerade jetzt natürlich nicht. Nur damit wir hier wieder extra suchen können. Ah nein, wir wollten keine Hauptziele, wir wollten einfach nur normale Quests. Die Quest war der Waffe nah. In dem Haus also. Ja, und dafür ist es halt super. Der Waffen nah. Wo ist der Junge denn da oben?
Steh doch auf! Oh. Nicht euer Ernst. Okay, es ist noch 6 Uhr morgens, ja? Das ist okay. Muss in die Schule. Komm, steh auf. Tut, tut, tut. Jetzt sind 20 vor 7, du musst aufstehen. Los jetzt. Keine Waffe ausgerüstet. Hat den Effekt natürlich jetzt kaputt gemacht. Tut, 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 tut. Ja, es ist auch nicht für Abendschenke. Jetzt steh doch endlich auf. Ich will dir das die Waffe geben. Mann. Mann. Kollege, es sind jetzt 10 nach 7. Jetzt ist aber wirklich Zeit. Gibt es hier überhaupt Schulen in dem Spiel? Ich habe noch nie eine gesehen. Das finde ich auch immer sehr, sehr geil, wenn Spiele an Universitäten stattfinden. Also wenn du ein Spiel spielst und das ist irgendwie mit einer Schule oder sowas verknüpft. Sowas wie Inazuma 11 oder so. Ist ja auch sehr schulspezifisch, aber klar. Ne? Weil man da halt auch so ein bisschen, oder was gab es da noch von Level 5, glaube ich, gab es da mal so ein Spiel. Wie heißt das nochmal? BMX? Oder BLX, irgendwie sowas. Mit so Kampfrobotern. Alter, jetzt steh endlich auf! Mit so Kampfrobotern, das hat auch so an der Schule stattgefunden, wo halt auch der Alltag der Hauptprotagonisten innerhalb der Schule dargestellt wurde. Na, endlich! Oh, er steht sogar zeitgleich auf mit denselben Bewegungen. Alles klar! Hey, hallo! Hm? Oh, ich hab verschlafen. Oh, so eine Scheiße. Hast du etwa einen Feuerstab? Du hast dran gedacht. Yay, zeig her. Jo, hier, bitteschön. Geiles Zeug. Aber es sieht auch echt episch aus. Das muss man schon sagen. Oh, hätte ich nie gedacht, dass ich im Dorf mal so etwas sehen würde. Danke, hier für dich. 20 rote, 20 Rubin, okay. Das war von meinem Opa. Er wollte, dass ich es dem gebe, der mir immer die Waffen zeigt. Alles in Ordnung? Dann machen wir weiter. Was wollte Opa noch gleich singen? Gleich habe ich's. Genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen. So. Hast du schon mal eine Mobkeule gesehen? Ja, bestimmt schon einige. So etwas konnte ich bisher nur in Büchern bewundern, man. Echt noch nie. Wenn du ein Exemplar findest, dann zeig es mir unbedingt. Ja, und dafür gibt's dann wieder neue Kohle, ne? Ja. Was haben wir noch für Quest? Das Lager hier will abgefackelt werden. Kriegen wir hin. Da hätten wir noch ein bisschen Action im Spiel. Aber das ist der falsche Weg. Moment. Da brauchen wir Abendstern. Das ist sonst zu weit. Abendstern. Unser wunderbares Pferd. Was uns perfekte Dienste leistet. Ach so, ich kann ja hier nicht schnell laufen. Schade. Jetzt sind wir trotz Abendstern immer noch lahm wie eine Ente. Komm schon. Ich will doch nur schnell dahin. Bin ich ja fast zu Fuß schneller. Da darf man wenigstens laufen. Komm, jetzt ist aber gut. Oh, komm, wann dürfen wir denn jetzt hier endlich mal reiten, also richtig ordentlich reiten? Galopp, bitte. Danke! Scharfe Kurve, Abendstern! Hallo! Dreh dich um und weiter geht's. War denn nochmal genau der Hateno-Schrank? Ach so, da ist die Abzweigung dafür. Gut, gut, gut. Auf schnellstem Wege dorthin. Wir haben nicht gerade die besten Waffen, ne?
Das Masterschwert ist fast wieder bereit. Wir bereiten uns aber hier schon mal ordentlich vor. Wie viele Elektropfeile haben wir noch? Die sind gut. Gar keine mehr. Aber halt. Wir haben noch die Bombenpfeile. Da vorne ist das Lager. Oh, da sind einige von denen. Kacke. Kacke, scheiße. So, ihr bekommt jetzt erstmal gehörig aufs Maul. Ihr alle. So weniger mich angreifen, desto besser. Deswegen nerven wir die jetzt mal ordentlich. Also dumm sind sie ja nicht. Also, boah. Dumm sind die echt nicht. Bogen ist Schrott. Nächster Bogen. Angriffskraft super stark. Zack. Und zack. Und zack. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst attackieren. Boah, es sind gleich drei von denen. Du Penner! Jetzt verpiss dich von mir. Boah, die sind aber stark, ne? Boah, die sind echt stark. So, tschüssi. Du bist tot. Ist mir jetzt sowas von egal. Oh, jetzt komm, lass mich angreifen. Du kriegst das richtig einen auf die Röhre. So. Welche Axt zerbricht zwar gleich, so der lässt meistens Steine fallen. Wunderbar. Wie viele Bombenpfeile haben wir denn noch? Noch 7, das reicht aus. Na du, willst du einen Headshot? Bitteschön. Das müssen wir so langsam, aber wir müssen uns erstmal jetzt hier ein bisschen heilen. Mit dem hier und hiermit. Und brauchen jetzt eine anständige Waffe. Zum Beispiel unser neu erworbenes Masterschwert. Oh, komm, lass dich doch angreifen, du... Bam! So, weg mit dir. Weg mit dir. Du bist jetzt auch mal flach. Du bist ein Blauer. Du kannst nichts. Heilen, 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 heilen. Aber wir haben doch sogar noch eine Fee. Das ist gut. Zack. Aber das ist knapp. Du bist der Letzte? Na dann herzlichen Glückwunsch für dich. Du hast den Preis gewonnen. Den Preis des Letztgetöteten. Oh, jetzt reicht's mir aber mit dir. Okay, gut kämpft er. Er kämpft gut. Aber nicht gut genug. Meine Güte! Haha! Wurde aber auch mal Zeit, dass wir dieses Lager hier überfallen. Das war ja, stand ja schon länger auf dem Speiseplan. So wie dieses Grillwild hier. Holen uns den Schatz. Der bringt uns wahrscheinlich nur ein paar Pfeile oder ein paar Rubine. Yo, Rhodonit. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Was laber ich hier für ein Bullshit? Okay, ein Rhodonit ist schon ziemlich geil. Exalanze. Warum kämpfen die mit Exalanzen? Ach so, deswegen ist es auch mit den Schafen als Quest gedacht. Okay. Okay. Und wo war jetzt diese Quest gewesen? Auch hier in Hateno, ja? Dann machen wir das. Dann geben wir die Quest ab und nehmen uns vielleicht noch eine schöne Belohnung dafür ab. Nochmal zusätzlich zu dem Rhodonit. Umso besser.
Umso besser. So. Abendstern steht sogar noch da. Ja, ist ja auch logisch, warum sollte sie auch nicht da stehen? Glücklicherweise bleiben die Pferde immer da, wo man sie abgestellt hat. Und sie werden da auch nicht mehr extern angegriffen oder so. Ach so, hier sind die. Die Questgeber dafür. Hier, die ist das. Okay, was gibst du mir denn dafür? Die Schafe haben sich wieder beruhigt. Sie scheinen zu spüren, dass keine Gefahr mehr droht. Hast du dich etwa um die Monster gekümmert? So ist es. Wir sind die Helden. Das habe ich mir gedacht. Die Schafe haben sich wieder beruhigt und da wollte ich meine, wie sage ich es nur, also danke. Es ist nicht viel, aber zumindest nimmt es auch nicht viel Platz weg. Nö. Mit Milch, ist okay. Wenn du magst, dann mach mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Aber du musst nicht. Ah, bei dir komme ich gerne auf ein Schwätzchen vorbei. So. Spaß beiseite. Nächste Quest. So, das ist jetzt eine der Quests, die wir gemacht haben. Die schwarze Serie, königliche Küche, das ist alles kolossale Knochen, Folge im Schatten. Aber wir müssen hier noch irgendwas machen. Ach so, wir müssen jetzt noch. Ja, ich erinnere mich. Erinnert ihr euch noch daran, als wir die 500 Rubine geschenkt bekommen haben? Haben auch noch Witze drüber gemacht, von wegen der Zeug sage ich mir jetzt ein. Aber wir müssten ihm auch Bescheid geben, dass wir das mal gemacht haben. Wir haben zwar die Quest an sich so gelöst, aber die Quest halt noch nicht abgegeben. Woher wollen die Leute denn wissen, dass wir deren Aufgaben erfüllt haben, wenn wir denen das nicht sagen? Macht ja Sinn. Okay, hier soll das irgendwo sein. Ist das der Typ? Ja. Hey du, hast du der großen Fee meine Gabe überreicht? Na klar. Vielen, vielen Dank. Ich wusste, ich kann dir vertrauen. Das heißt, du hast die große Fee mit eigenen Augen gesehen? Ich beneide dich wirklich. Ja, die Fee ist sehr flirtfreudig. Also, gönn dir. Aber gut, das Wichtigste ist, dass die große Fee meine Gabe bekommen hat. Noch einmal vielen, vielen Dank. Vergisst du nicht etwas? Alter! Was soll ich vergessen haben? Sag jetzt nicht, du willst eine Belohnung haben. Ja, Link, da muss ich ehrlicherweise sagen, du bist ein bisschen zu anspruchsvoll. Du hast 500 Rubine für deine Sache geschenkt bekommen. Das ist ja ohnehin unser Ziel. Und dann willst du nochmal extra Zeug. Du konntest an meiner Stelle die große Fee besuchen. Reicht dir das denn nicht als Belohnung? Ach, große Fee, zeig dich mir. Und wenn es nur in meinen Träumen ist. Ja, aber das sehe ich halt genauso. Also da braucht Link jetzt nicht eine zusätzliche Belohnung. Dass wir die große Fee gesehen haben, ist ja wirklich schon Belohnung genug. Haben wir noch irgendwelche Müllwaffen, die wir wegschmeißen können? Ja, zum Beispiel die Extralanze, die wir eben aufgesammelt haben. So, gucken, ob man noch eine Mission uns anschauen können, zumindest damit anfangen können. So. Der große Räuberkönig. Von dem Schatzjägern Domiak und Prissen hast du einen Hinweis auf den Schatz des Räuberkönigs Ramda erhalten. Am Quell des Flusses, den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrache in die schwarze Nacht. Hä? Ja, war logisch, dass das hier dran angesiedelt ist und dass uns der Standort davon nicht verraten wird. Also nicht der genaue. Leuchtsteinbruch. Letogan hatte ich darum gebeten, um ihm 10 Leuchtsteine zu besorgen, um die Reparaturen im Dorf der Zoras voranzutreiben. Im Zoraner Hochland soll es einen Ort geben, an dem man viele Leuchtsteine findet. Wie viele Leuchtsteine haben wir denn? Oder haben wir die alle verkauft? Wir haben auf jeden Fall genügend verkauft. Ich glaube, Leute, Zoraner Hochland müsste bestimmt irgendwo hier beim Zora-Reich sein. Also, ja. Ja! Ja, da sogar. Ach so, das haben wir sogar schon markiert. Aber wir haben keinen Schrein, um da hochzukommen. Dann würde ich sagen, Leute, das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Das ist nämlich auch noch eine.
auf jeden Fall eine Quest, die offen steht. Wie viele Leuchtsteine es da gibt, kein Plan. Aber es wird ja dann offenbar genug geben, weil sonst würden wir nicht 10 einsammeln müssen. Mach mal das dann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal und ciao.